Hallo Mädels. Hallo. So, zum ersten Mal im Leben bin ich beim Synchronschwimmen. Schön, dass ich da sein darf. Wofür steht Synchronschwimmen? Ja, also Synchronschwimmen ist generell ein super eleganter Sport. Es kommt viel auf Beweglichkeit an, aber natürlich auch sehr viel auf Kraft. Eigentlich kannst du dir das ein bisschen vorstellen wie Ballett im Wasser. Boah, Leute, habt ihr das gehört, Alter? Eleganz, Ausdruck, Beweglichkeit, Ballett im Wasser, das ist genau mein Sport. Ich bin bereit. Das geht aber synchroner. Also, ich erkläre dir jetzt erstmal, was wir machen, bevor wir ins Wasser springen. Deine Position ist hier. Wir verdecken dich am Anfang alle. Ja, viel Glück. Auf den ersten Schlag, da gehen wir alle runter. Und in dem Moment kommst du hoch und setzt den Hut auf und hältst dann deine Pose. Okay. Und dabei nach vorne. Boah, das war viel zu schnell. Wir stehen dann alle so. Wir liegen auf dem Rücken. Das sind die Beine. Die Beine? Ja, jetzt gerade deuten wir die Beine an. Ach so, ja, klar. Das weiß man doch. Synchronschwimmen, Gebärdensprache. Es gibt verschiedene Zeichen, die ich jetzt gerade lerne. Das hier sind meine Arme und meine Beine. Das heißt, was so gemacht wird, kann auch genauso in die Richtung gehen. Bruder, Lexikon, Mexikon, viel zu kompliziert. Aber ich würde auch sagen, ich bin am besten dann, wenn ich es einfach mache. Deswegen ist es, Zeit. Es ist Zeit. Der Wal muss ins Wasser. Er braucht die Freiheit. Ich werde dann soweit. Ja, du siehst auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Oder? Aber ich würde sagen, ich habe da noch ein bisschen besseres Equipment für dich. Genau, und einfach da lassen. Ja, perfekt. Ist meine Stimme irgendwie verändert? Ist meine Stimme irgendwie anders? Weil ich kann es auch nicht hören. Durch Sport hat er gefunden. Sekundentrick. So, hallo Mädels, ihr seht gut aus. Aber was mit euren Haaren passiert? Der hat eine Kuh drüber geleckt oder was ist das? Nein, das ist Gelatine. Gelatine? Damit die Haare halten. Muss ich das jetzt auch machen? Ja, ja klar. Was soll das denn jetzt? Ist das Lippenstift? Red mit mir, machst du gerade Lippenstift? Ja. Mm-hmm.